Mehr als 300 Lehrerinnen und Lehrer trafen sich im Konzerthaus Freiburg zum Lehrerkongress der chemischen Industrie. Die Chemie-, Bio- und Physiklehrer kamen aus allen Schularten. Auch Referendare nutzten die Gelegenheit, an Unternehmensständen Ausbildungsberufe in der chemischen Industrie kennenzulernen oder Versuche zum genetischen Fingerabdruck zu machen. Herausragende Schul- und Lehrprojekte stellten sich an 25 Ständen auf dem Markt der Möglichkeiten vor. Der Vorsitzende des Baden-Württembergischen Verbandes der chemischen Industrie, Dr. Gerd Backes, hob in seiner Begrüßung die Bedeutung der Forschung und der Produkte der chemischen Industrie hervor. Er verlieh die Auszeichnung Dialogschule Chemie 2012 an Joachim Lerch. Der Realschullehrer ist Initiator, Organisator und vor allen Dingen Netzwerker. Er hat die erfolgreichen Science Days mitgegründet, macht zahlreiche Lehrerfortbildungen und ist ein engagierter Botschafter für die Naturwissenschaften bei Groß und Klein. Gerade die Science Days für Kinder zeigen es. Staunende Kinderaugen bei praktischen Entdeckungen, das ist für ihn das Größte. Also mir haben die Naturwissenschaften immer schon gefallen und ich habe wirklich Spaß gehabt, die Welt zu entdecken. Und wo kann man das besser als bei den Naturwissenschaften? Es gibt so viele Phänomene im Alltag, die auch für Kinder unerklärlich sind. Und jeder von uns, auch die Erwachsenen, freuen sich, wenn sie wieder was dazugelernt haben. Und das Lernen kommt bei diesem spielerischen Ansatz ganz automatisch. Um Lithium-Ionen-Akkus und Experimente dazu für den Schulunterricht drehte sich eines der vier Informationsforen. Hochaktuell und einfach umsetzbar waren die Versuche von Professor Marco Oetken. Die Zukunft der Schüler hat das Projekt Coaching for Future im Blick. Dieses Bildungsnetzwerk stellte naturwissenschaftliche Ausbildungsberufe live im Klassenzimmer vor, denn die Suche nach dem richtigen Nachwuchs wird immer wichtiger. Die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen sind dabei für die Chemiebranche wichtige Multiplikatoren. Die Pädagogen bilden nicht nur die Schüler, sondern sie können diese auch begeistern, speziell für Naturwissenschaften. Und die Unterstützung der Naturwissenschaften, das ist unser Anliegen. Wir sind auf der Suche nach geradezu herausragenden Persönlichkeiten, die die Schüler regelrecht mitreißen können. Der Lehrerkongress ist seit vielen Jahren die Gelegenheit für Lehrer, sich zu informieren, auszutauschen und neue Ideen für den Unterricht zu finden. Die nehmen sie mit nach Hause und ihre Schüler können sich auf noch besseren Unterricht mit mehr Experimenten freuen.